Wir haben Ende Januar, draußen ist es eisig kalt und bei solchen Temperaturen esse ich total gerne Linsen. Und zwar am liebsten auf die schwäbische Art, so ein schwäbischer Linseneintopf. Mua, köstlich. Linsen kann man auf ganz viele verschiedene Arten machen, zum Beispiel Linsensuppe, Linsencurry, Linsenpüree oder Linsensalat. Gibt viele verschiedene Varianten. Linsen sind unheimlich gesund und haben so gut wie keine Kalorien. Was Kalorien hat, ist das, was man dazu isst, dann Spätzle oder hier so ein fettiger Speck. Das sind natürlich die Kalorien, aber Linsen selber, das ist zum Abnehmen super gut, haben viele Ballaststoffe und Mineralstoffe und schmecken dazu noch richtig lecker. Wie viele von euch bestimmt schon festgestellt haben, ich koche oft frei nach Schnauze. Dann wird es meistens lecker und gut, nicht streng nach Rezept. Und mein schwäbischer Linseneintopf ist bestimmt kein Originalrezept, aber ich finde, er ist sau lecker und ich mag ihn so am liebsten. Was wir brauchen, sind natürlich Linsen, dann eine Knolle Sellerie, Lauch, zwei Zwiebeln, ein paar Karotten, wer es ein bisschen scharf mag, eine Chili, natürlich die eigene aus dem Garten hier, dann ein bisschen Ingwer, Knoblauch und wer Fleisch drin haben möchte, der kann hier so ein bisschen durchwachsenen Speck nehmen, gibt dem Ganzen so eine sehr pikante, leckere Note. Wer das weglässt, hat ein tolles veganes Gericht. Alles, was aus meinem Garten kommt, ist natürlich bio. Ich verwende keine chemischen Dünger, keine synthetischen Dünger, keine Spritzmittel. Da kann ich mich darauf verlassen, dass das, was aus dem Garten kommt, super ist. Wenn ich was kaufen muss, wie hier die Linsen, dann achte ich darauf, dass ich Bio-Linsen kaufe. Denn gerade bei Linsen, da ist es problematisch, weil zwischen den Linsen sehr gerne viele Unkräuter wachsen und die Landwirte dann doch gerne Glyphosat drüber spritzen, dann ist das Unkraut weg und die Linsen sind sicher schön getrocknet und es ist mit der Ernte sehr viel einfacher. Deswegen achte ich darauf, nur Biolinsen zu kaufen, denn ich habe keine Lust auf Glyphosat in meinem Teller. Im ersten Schritt bereite ich mein ganzes Gemüse vor, also hier den Sellerie klein schneiden, die Zwiebeln, die Karotten, den Ingwer, den Knoblauch und so weiter. Ich achte immer darauf, vor allem beim Zwiebelschneiden, dass mein Messer richtig schön scharf ist. Ich zeige euch hier oben in der Ecke mal, wie man so ein Messer schnell und einfach schärft, denn es gibt nichts Nervigeres, als mit so einem stumpfen Messer zu schneiden. Und gerade bei Zwiebeln, es treten viel weniger Dämpfe aus, wenn man mit einem richtig schönen scharfen Messer die Zwiebeln schneidet. Und außerdem, geht es viel schneller, einfacher und es macht mehr Spaß. Für die Linsen müsst ihr das Gemüse gar nicht so fein schneiden. Es reicht aus, relativ grobe Würfel, denn es wird ja recht lange gekocht und so ein bisschen Gemüsestückchen, auch von der Zwiebel, darf man ruhig sehen und erkennen. Und ist auch schön, wenn man darauf dann einzeln beißt und die Geschmacksstoffe dann da nochmal rauskommen. Wer Sellerie noch nicht kannte, unbedingt probieren. Sellerie ist so eine herrliche und gesunde Knolle, hat einen wunderbaren Geruch. Und gerade zu so einem Linsengericht passt der Sellerie wirklich unglaublich gut. Im letzten Video, verlinke ich euch da oben, da habe ich euch ja diesen Sparschäler von Victorinox vorgestellt. Super Ding, nur für kleine Kartoffeln, da ist er nicht so geeignet. Für größere Kartoffeln, was man gut in der Hand festhalten kann, da ist er super. Oder hier für solche Karotten auch wunderbar geeignet, weil man die schön in der Hand festhalten kann.
Knoblauch braucht ihr nicht fein zu hacken. Hier reicht es wirklich aus, grob durchgehen. Man kann ihn, wenn man so ein Messer hat, einfach, oder ein normales Messer mit breiterem Rücken, einfach etwas platt klopfen. Und jetzt einfach einmal in Scheibchen durchschneiden. Dann hat man kleine Stücke und wunderbar. So reicht es vollkommen aus, so gibt der Knoblauch seinen Geschmack dann schön an die Linsen ab. Wer weniger Knoblauch reinmachen will, man kann so viel reinmachen, wie man möchte, je nach Geschmack. Ich liebe Knoblauch, ich bin vom Knoblauch total überzeugt. Seine gesundheitliche Wirkung, sein toller Geschmack. Ich bin ein voller Knoblauch-Fan. Ihr habt bestimmt schon gesehen in meinen letzten Gartenrundgängen-Videos, ich habe sehr viel Knoblauch im Garten. Das ist meiner hier aus dem Garten, wunderbar. Leider hat er mir nicht ganz gereicht übers Jahr. Ich habe unten vielleicht noch so 30 Knollen, reichen mir natürlich nicht bis zur nächsten Ernte. Deswegen habe ich mir hier schon welchen nachgekauft. Das ist Bio-Knoblauch und schmeckt natürlich genauso gut. Dann kommt noch ein bisschen Ingwer mit ran. Ingwer harmoniert unheimlich gut mit Knoblauch. Dort, wo ich Knoblauch ranmache, mache ich meistens auch ein bisschen Ingwer ran, je nach Geschmack auch mehr oder weniger. Ingwer kann man wunderbar mit einem Löffel schälen. Ich mache es aber lieber hier mit meinem chinesischen Kochmesser. Damit bin ich genauso schnell und kann auch sehr feine Stücke runterschneiden. Also nur die Schale oder die Rinde hier. Das chinesische Kochmesser hier, dazu werde ich in naher Zukunft auch mal ein Video machen. Das ist so genial, mit dem arbeite ich total gerne. Bestimmt schon seit 15 Jahren habe ich nur noch dieses Messer. Nur für Spezialsachen, wie zum Beispiel für Fische, zum Fischfiletieren, habe ich hier so ein spezielles Filetiermesser. Und ansonsten nehme ich fast für alles das hier, das Messer hierher. Wirklich sehr empfehlenswert. Wie gesagt, ein Video kommt und wo man es kaufen kann, das werde ich dann auch zeigen. Wie man es benutzt, wie man es korrekt hält und was man damit alles machen kann, zeige ich dann im Video. Diesen Speck hier, den kann man entweder jetzt am Stück reingeben oder hier halt hier grobe Stücke schneiden, dass man ihn wieder rausfischen kann, wenn man ihn nicht mitessen will. Das hier ist aber ein wunderbares Stück vom Biometzger. Den möchte ich mitessen, deswegen schneide ich ihn einfach in kleine Würfel. Mir passiert es außerdem häufig, dass wenn ich so ein Stück Schinkenspeck hier im Kühlschrank lager, dass er so eine weiße Schicht bekommt. Ich glaube, das kommt dann aus dem Salz, das im Schinken ist, das hier ausblüht. Manchmal fängt er dann aber, glaube ich, tatsächlich an zu schimmeln und sieht einfach nicht mehr schön aus. Vielleicht habt ihr mir einen Tipp, wie man sowas am besten im Kühlschrank lagert. Schreibt es mir doch in die Kommentare unten rein. Und zum Schluss noch meine Chilischote, die ist getrocknet aus dem Garten. Das war diese super scharfe Pimiento de Padron, die man eigentlich grün erntet. Ich habe sie versehentlich rot werden lassen, viel zu scharf geworden. Das Video verlinke ich euch auch da oben in der Ecke. Die habe ich mir getrocknet, jetzt geht's von der Schärfe. Die mache ich einfach hier klein, bisschen klein schneiden und die kommen in viele Gerichte bei mir rein und schmecken sehr gut, weil sie den Geschmack hervorheben, bisschen Schärfe bringen, aber nicht zu viel, damit sie den Geschmack des Gerichts nicht überdecken. Linsen braucht man vor dem Kochen außerdem nicht unbedingt vorher einzuweichen. Man kann es machen, muss es aber nicht. Wenn man es macht, verkürzt es die Garzeit so ungefähr um die Hälfte. Wie lange müssen denn Linsen garen? Weiß man nicht. Das hängt stark vom Alter der Linsen ab. Wie alt sie sind, wann sie geerntet worden sind, steht in der Regel nie drauf. Es steht nur ein Mindesthaltbarkeitsdatum drauf. Deswegen Linsen kochen. Sie brauchen so ungefähr zwischen 30 und 45 Minuten, vielleicht mal länger, mal weniger lang. Einfach zwischendurch immer probieren, ob sie mittlerweile durch sind. Alles, was so ein bisschen flüssiger ist, wie zum Beispiel auch so ein Linsengericht, koche ich außerdem nicht in meinen Eisenpfannen. Video verlinke ich euch da oben mal wieder in der Ecke, sondern hier in solchen emaillierten Gusseisentöpfen. Das geht genauso gut
und greift diese Beschichtung der Eisenpfannen nicht an. Die haben ja so eine Patina, seht ihr da oben im Video. Und das hier ist ideal, vor allem wenn man Sachen macht, die Säure enthalten, wie zum Beispiel Tomaten. Auch bei Linsen, weil es so flüssig ist, nehme ich hier gern solche Emailtöpfe. Ist der Topf heiß, kommt Olivenöl rein. Dann kommen die Zwiebelchen dazu. Und kurz später könnt ihr auch schon Karotten und Sellerie und Lauch mit dazugeben. Und das Ganze jetzt ein bisschen andünsten lassen. Zum Würzen gebe ich hier gern Lorbeerblatt dazu und ganze Pfefferkörner. Das macht aber nur, wer es wirklich mag, denn man beißt später drauf und hat so eine Geschmacksexplosion im Mund. Es wird also kurz richtig scharf und pfeffrig. Jetzt gebe ich schon Chili, Speck und meinen Ingwer dazu. Und den Knoblauch wie immer erst relativ spät oder gar am Schluss. Ich mag es, wenn er noch so diesen frischen Geschmack hat, wenn er nicht so ganz verkocht ist. Generell soll man ihn erst später dazugeben, damit er nicht verbrennt, weil Knoblauch verbrennt sehr gern recht schnell im Vergleich zu Zwiebeln oder Lauch. Wenn das Ganze jetzt schon so ein bisschen Farbe angenommen hat und gedünstet ist, dann kommen schon die Linsen dazu. Einfach in den Topf reinschütten und dann mit Wasser aufgießen. Warum mit Wasser? Weil ich keine Brühe habe. Man kann Brühe verwenden, Gemüsebrühe am besten, habe ich aber nicht. Deswegen nehme ich Wasser, so dass der Topf und die Linsen schön bedeckt sind. Und das Ganze lasse ich jetzt köcheln. Und zwar auf kleinster Flamme, so ungefähr. Mein Wecker stelle ich mir mal auf eine halbe Stunde und dann probiere ich die Linsen, ob sie vielleicht schon durch sind. Als Selbstversorger und Hobbykoch arbeite ich mit solchen Gasherden ja super gerne. Die sind wirklich klasse. Sie haben aber einen kleinen Nachteil, man kann nämlich nicht simmern. Simmern heißt auf kleinster Flamme köcheln lassen, zum Beispiel wenn man Reis macht, da muss man die kleinste Flamme einstellen und dann nur bei kleiner Flamme simmern lassen. Das geht hier nicht. Dazu braucht man hier solche Zwischenplatten mit so Abstandshaltern, da stellt man seinen Topf drauf. Das wirkt dann wie eine Isolierschicht, die Luft dazwischen, und es kommt viel weniger Hitze her. Das bedeutet also, hier die kleinste Flamme von meinem Gasherd, so man sieht sie kaum noch, bringt immer noch zu viel Hitze ohne diese Zwischenplatte. Meine Linsen kommen jetzt also bei kleinster Flamme mit dieser Zwischenplatte auf den Herd, Deckel drauf. Dann stelle ich 30 Minuten an meinem Wecker und wir sehen uns gleich wieder. Nach einer halben Stunde waren die Linsen noch etwas bissfest, deswegen habe ich sie jetzt noch mal so ungefähr eine Viertelstunde drin gelassen, also insgesamt eine Dreiviertelstunde. Jetzt schauen wir mal rein. Ah, da steigt ein herrlicher Duft auf von den Linsen mit dem Gemüse. Das ist wirklich eine richtig tolle Mahlzeit für den Winter. Einwandfrei. Ganz leichten Biss haben sie noch. Sie sollen nicht zu weich sein, aber auch nicht, dass man zu viel kauen muss. Sie sind ideal. Jetzt kommt der Knoblauch mit rein. Salz kommt bei Hülsenfrüchten, also auch bei Linsen, immer erst ganz zum Schluss rein. Sonst werden die wohl nicht gar. Ich habe es noch nie probiert, Salz vorher reinzumachen. Aber es heißt Salz immer erst ganz am Schluss. Mit Salz auch ein bisschen sparsam sein, denn hier habe ich ja schon Speck drin, der ist sowieso schon salzig. Deswegen gebe ich hier nicht allzu viel dazu. Und natürlich Pfeffer darf nicht fehlen. Ich habe zwar schon ganze Pfefferkörner drin, das reicht aber nicht. Hier ein frisch gemahlener Pfeffer, der sorgt nochmal für die extra Würze. Für die schwäbischen Spätzle fehlen jetzt noch drei wichtige Zutaten. Einmal Wienerle oder Seitenwürst, die lege ich jetzt einfach mit rein. Die sollen so ein bisschen ziehen, die sollen jetzt nicht mitkochen, die würden sonst platzen. Die sollen einfach ein bisschen Wärme ziehen und fertig.
Als nächste Zutat fehlt Spätzle. Spätzle gehören bei den schwäbischen Linsen dazu. Ich lasse sie weg. Das sind Kohlenhydrate, die mir gerade nicht so gut tun. Ich mache so ein bisschen Trennkost, nicht so streng. Ich esse zum Beispiel Kartoffeln, aber Pasta, Nudeln, die lasse ich zurzeit einfach mal weg. Jetzt fehlt noch eine dritte Zutat, das ist Essig. Den mache ich aber erst auf dem Teller dazu. Da kann sich jeder dann so viel drauf machen, wie er mag. Dann nehme ich einfach einen guten Apfelessig und mache mir so viel drauf, wie ich gerade möchte. Hier jetzt also nochmal einen Deckel drauf. Paar Minuten ziehen lassen, 5 Minuten reicht aus, dann sind die Wienerle heiß und dann kann man anrichten. So, die Seitenwürste, die haben so ein bisschen gezogen in ein paar Minuten. Jetzt kann man schon anrichten. Drüber kommt noch Petersilie. Petersilie friere ich mir immer frisch ein. Im Sommer habe ich immer massig, im Winter natürlich nichts. Eingefroren ist die wie frisch. Die mache ich einfach drüber. Die taut hier auf dem Essen ganz schnell auf. Passt unheimlich gut zu den Linsen. Und dann kommt noch ein Schuss Essig drüber. Ich mag es gern ein bisschen sauer, deswegen mache ich etwas mehr drüber. Aber so, jeder wie er mag. Und das lasse ich mir jetzt schmecken. Einwandfrei. Linsen kann ich sehr empfehlen. Gesund, lecker und wenig Kalorien. Also insgesamt tolles Essen. Ohne Würstel und ohne Speck schmecken sie mindestens genauso gut. Und man hat ein veganes Essen. Ich kann es wirklich nur empfehlen. Kocht's nach. Sagt mir Bescheid, wie es euch geschmeckt hat. Vielleicht kann mir der ein oder andere wegen dem Speck noch Bescheid geben, wie man den richtig lagert. Und das lasse ich mir jetzt schmecken. Euch wünsche ich noch was. Bis zum nächsten Video. Euer Selbstversorger Rigotti. Daumen, Abo nicht vergessen. Tschüss. Zum Essen passt natürlich wunderbar mein selbstgemachter Traubensaft. Den trinke ich immer mit viel Wasser verdünnt. Und wie ich den gemacht habe, Video gucken. Es schmeckt mir richtig gut. Ihr seht, man sieht die einzelnen Bestandteile noch raus, weil ich es nicht ganz so fein geschnitten habe. Hier die gelbe Karotte, ein bisschen Knoblauch, ein bisschen Speck, das Grün von meiner Petersilie. Es gibt eine schöne Farbe, einen tollen Farbkontrast. Man sieht, was man isst und man schmeckt auch, was man isst. Richtig gut. Jetzt sage ich aber wirklich Tschüss. Vergesst nicht bitte einen Daumen, Abo nicht vergessen. Bis zum nächsten Video. Ciao, euer Selbstversorger Rigotti.